noch ein bisschen weiter in der Zeit zurück. In eine Zeit vor dem letzten europäischen Krieg. Dem großen, dem braunen. Und kommen auf eine Thematik, die, wie ich finde, in dieser ganzen Diskussion einfach zu kurz kommt. Die Zusammenhänge. RWE verdient am Abbau tiefbrauner Kohle, sie liegt unter Erdschichten, tief auf der Sohle. Das geht bis heute gut, auf Nazi-Gesetze gestützt, weil niemand Menschen vor Enteignungen beschützt. Mit Baggern wird Kohle aus dem Boden nach oben gebracht. Rausgekratzt, verpulvert, verfeuert, mehr nicht mitgemacht. Durch den Schornstein gejagt und ist sie erstmal verbrannt. Bleibt von ihr nur Feinstaub, verheizt die Heimat das Land. Kohle braun, der Profit braun, die Energie. Braune Enteignung, braunes Land, brauner Fluch, Endemie. RWE sieht mit Profitgier sich ganz im Recht. Die Regierung, die das billigt und stützt, regiert nur schlecht. Strom aus Kohle lohnt sich nur mit finanziellem Rückenwind. Und die Nazi-Paragraphen weiter rechtsgültig sind. Auch Nazi-Recht ist die Heimatvertreibung legal. Der Landesregierung sind die Folgen ganz egal. Hauptsache RWE verdient damit Geld. Man sagt, dass man den Strom aus Braunkohle für nötig hält. Braune Kohle, braun der Profit, braun die Energie. Braune Kohle,
Mein Land wird Heimat, die mich für Peanuts zerstört. Das Nazirecht gilt und auf Widerstand wird nicht gehört. Solange nicht unüberhörbar wird deutlich und laut. Einmal den Menschen und den Wald und ihr Heimat. Oft nicht lang. Darum nicht einschüchtern lassen, darum nicht bangen. Nicht aus dem Weg gehen, auch wenn einer droht. Was beweist Unrecht besser als ein Verbot? Kohle braun, der Profit, hören die Energie. Braune Enteignung, braunes Land, voller Fluch endet nie.